So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Kurz hier noch der Risikohinweis, kurz die Einblendung vorlesen. Brauche ich es, glaube ich, nicht mehr. Dann kommen wir auch direkt zu den Setups, auch zu den asiatischen Märkten. Hier muss ich jetzt klar sagen, hier Verkaufslimit erreicht und mit Hinblick auf. Vielleicht war es jetzt zu schnell. Also hier ist jetzt einfach eine Aufwärtsbewegung möglicherweise komplett fertig in dem Bereich. Hat heute nochmal ja, leicht zulegen können. Da ist ja die Indikation, da hat man gar nicht den realen Börsenplatz hier auf Guidance. Also hier der Zielbereich ist im Prinzip erreicht worden und seit dem ja, Anfang Juli lief hier ein Aufwärtssetup. Und jetzt eben im Hinblick auf den Nikkei. Hier muss ich mal wieder kurz umschalten auf die Indikation und dann wieder zurück, dass die Kerze von heute da ist. Jetzt ist wieder eine verschwundene. Konnte zwar heute jetzt auf Tageshoch schließen, aber der Widerstandsbereich, ja, wo hier auch die Stop-Buy-Marke lag, ist jetzt hier fast erreicht worden. Wir konnten hier im Tiefen einen Kauf tätigen und hier wird jetzt ein Teilverkauf sollte man jetzt hier definitiv in Betracht ziehen, denn wie gesagt, im Hinblick auch auf die US-Märkte, auf den DAX und auch hier auf den Hang Seng kann sich natürlich jetzt im Sommer noch eine komplette Aufwärtswelle entfalten, aber die Wahrscheinlichkeit, ja, es ist jetzt hier charttechnisch, muss auf definitiv ein paar Marken fallen. Wenn jetzt sie eben nicht fallen, dann kann sich eben hier eben komplettes in der anderen Richtung ausdehnen. Deshalb Teilgewinne mitnehmen ist sicherlich nicht falsch und der Rest noch laufen bzw. eben deutlich anheben. Ich denke mal, da werde ich auch im Laufe des Tages eben schauen, wie jetzt der DAX sich und die US-Future sich bewegen und dann hier nochmal eine Entscheidung treffen oder halt eine Analyse veröffentlichen. München Rück hat, wenn ich das eben richtig gestern gelesen habe, Zahlen rausgebracht. Jetzt kann ich gerade nicht nachschauen. Liegt leicht im Plus, also enttäuscht den Markt nicht so. Hier wurde ja eine Stop-Buy-Marke gestern getriggert. Ja, definitiv aber halt gefährlich wegen den Zahlen. Und deshalb ist auch jetzt hier kein Stopp angegeben worden. Kann jetzt hier bei 646 etwa liegen. Heidelberg, da läuft es ja gut, das habe ich ja gestern besprochen, da muss ich jetzt nicht weiteres drauf eingehen. Kurzes Wort vielleicht zu WTI, hat hier in der Nacht oder ja, eben noch 20 Uhr oder bis 20 Uhr ein Hoch bei fast 44 US-Dollar ausgebildet und vom Tief hat er jetzt 10% zulegen können, die Ölsorte WTI. Hier zweimal eben die Rückläufe waren eben kaufenswert. Jetzt ist aktuell, habe ich jetzt keine Meinung mehr zum WTI. Also nach 10%igen Steigerungen kann sie jetzt eben hier sich seitwärts austoben. Eventuell wäre es natürlich interessant, wird ein Rücklauf hier in den 42-30er Bereich. Bevor man zum DAX kommen, schauen wir kurz die US-Märkte an, allen voran. Hier kurz die Nasdaq konnte gestern ein neues Verlaufshoch generieren, markieren. Allerdings die Kerze, das ist jetzt zwar die Indikation, also der Future. Schauen wir mal, wie die Nasdaq-Kerze aussieht. Da wurde kein neues Verlaufshoch auf der Parkettbörse erreicht. Also hier muss man eben aufpassen. Und das sieht man eben, oder kann man eben schauen, was der DAX dann macht oder halt auch die US-Futures. Öffnet hier im regulären Handel der Nasdaq unter 4.765 etwa und schließt also hier nicht das Gap. Also das Gap liegt dann eher oben, also mit rund 20 Punkten. Ja, ist jetzt zwar nicht unbedingt sehr wahrscheinlich, dass er wirklich mit 20 Minuspunkten eröffnet. Im Moment liegt der, ich schaue gerade mal, ja, plus minus 0, also unverändert. Aber sollte er hier mit minus 20 Punkten in den Markt kommen und das Gap
oder auch nicht mal mehr Richtung 4772 tendieren. Dann dürfte es hier so eine Art Island Gap geben und mit der Kerze hier wäre das definitiv ein Verkaufssignal. Stopp liegt dann hier eben bei 4800 Punkten. Also hier genau beobachten. Dann kommen wir auch schon zum DAX. Da habe ich ja hier gestern mit einem Rücklauf eben gerechnet, der kam. Und in dem Video gestern eben auch erwähnt, also hier den Stopp eng setzen. Unter 10.400 Punkten muss man nicht mehr unbedingt im DAX investiert sein. Meine Augen, also einfach ist das Risiko zu groß. Auch wenn ich jetzt hier das in Grau so markiert habe. Aber wenn es nämlich hier runterfällt, wäre ein Stopp, müsste man hier fast 100 Punkte nach unten setzen. Den Rücklauf auch bis zur ja, 10.300 Punkte-Marke könnte dann eben im Prinzip halt dann so laufen und dann halt ein Hoch machen. Und das sieht man dann eben in den unteren Zeitfenstern, wie sich denn ob der DAX Stärke entwickelt. Und wie gesagt, eben im Hinblick auf den Hang Seng, Sommerzeit, den Nasdaq, braucht man jetzt hier nicht unbedingt großes Risiko fahren. Man kann ja wieder einen Wiedereinstieg finden. Klar, wenn jetzt hier nur ein minimal runterdippt, dann ist man halt nicht investiert. Dann hat man aber auch noch die Aktien. Und zudem die Gewinne der letzten Wochen und Monate. Das war eigentlich das fast das Wichtigste, was ich jetzt hier erwähnen kann. Wenn man noch den Wochenchart anschaut, sieht man halt, dass diese Linie eben nicht geknackt worden ist. Ich schalte hier auch den Wochenchart, den hatte ich vorher. Ganz einfach, hier kann sich auch eben ein Verkaufssignal im Laufe der Woche eben entwickeln. Kurz ein Tipp drüber, neues Wochenhoch, Anleger reingeloggt und ja, dann ein Rücklauf oder eine wichtige Unterstützung liegt hier eben bei 10.050 in etwa. Also eher mit angezogener Handbremse heute handeln und schauen noch, also kurzen Blick noch auf die Forex-Paare. Da kam kein weiterer Kaufdruck rein. Das ist auch ein bisschen, ja, nicht wirklich richtig seltsam, aber komisch. Und beim Euro-Yen im Prinzip das gleiche Bild. Hält sich noch, kann man alles hier noch so lassen von den Pfeilen. Aber es wäre eigentlich schon eben insgesamt schöner gewesen. Es hätte jetzt hier oder wäre schon eine zweite Aufwärtsbewegung gestartet. Zu Gold und Silber, ja, liegt aktuell hier zwar in dem möglichen Kaufbereich, aber da wird eher mit einem Rücklauf gerechnet oder nochmal mit einer Korrekturbewegung, so wie es ausschaut, oder eben Tagesschlusskurs über 1.355 Punkten. Dann dürfte es hier höchstwahrscheinlich kein weiteres Tief hier unten dann geben. Danke fürs Zuhören und bis später.